Abend. Schön, dass ihr da seid, denn zur letzten Nerd Night in diesem Jahr. Ja, heute ein bisschen mehr Platz, Sitzplatz für alle. Das ist doch schön für euch. Ihr könnt auch gerne ein bisschen weiter vorrücken. Hier vorne sind auch noch Plätze frei. Ja, die Nerd Night für alle, die noch nicht da waren. Es werden zwar wahrscheinlich immer weniger Leute sein. Nerd Night hat das Motto, it's like Discovery Channel with Beer. Also von daher, trinkt was, nehmt euch Bier, darum geht es auch unter anderem. Und so hat das Ganze nämlich auch angefangen, 2003 mit dem Chris, der in Boston in einer Bar war und auch mal schön sein Bier getrunken hat und 3 Monate im Jahr verschwunden ist jedes Jahr. Und irgendwann mal wurde er dazu aufgefordert, mal zu erklären, was er denn so die ganze Zeit so macht in diesen 3 Monaten. Und er meinte, das ist schwierig, das zu erklären, dass ich meinen Beamer mal mitbringen aufstelle. Und irgendwann hat man ihn dann so weit gehabt, tatsächlich darüber einen Vortrag zu halten. Er hat dann ein paar Freunde mitgenommen und daraus wurde dann die erste Präsentation einer Nerd Night, nämlich über parasitäre Vögel, erzählt und wie er damit umgegangen ist. Ein biologischer Vortrag und dann kamen immer mehr andere Themen. Irgendwann mal hat dann Matt das Ganze gesehen und hat es nach New York gebracht. Und in New York habe ich das dann 2006 mitbekommen. Mag mein Open Office nicht. So, und seit 2009 machen wir das in München, das ist halt die 26. Nerd Night. Ja, doch. Also, danke an Mark Wabe. Also, ich glaube, das ist nicht synchronisiert, danke an Mark Wabe, danke an euch, dass ihr da seid. Und danke an die Referenten. Ich habe eine schlechte Nachricht. Leider ist ein Vortrag so kurzfristig ausgefallen, dass wir nur 2 Vorträge heute haben, aber wir haben 3 Referenten. Das gleicht das dann ein bisschen aus. Und wir haben die Referenten auch gesagt, dass sie ganz viele Themen auch haben. Von daher glaube ich, wir kriegen trotzdem einen vollen Abend auch zusammen. Und es wird auch eine Pause geben, wo ihr Getränke kaufen könnt und entsprechend. Das wird die Stimmung nicht zu kurz kommen. Ja, wir haben zwei technisch nötige Themen heute. Ich muss jetzt versuchen, hier selber irgendwie das hier zu sehen. Anfangen wird Hauke Holtkamp über Wellensturm lernen, wie Handys kommunizieren und aus der Funkkommunikation zwischen Handys gehen wir dann rüber in die Funkkommunikation von Modellflugzeugen und Multikoptern. Hier hinten sehe ich auch schon was, also es wird nicht nur ein Vortrag wohl sein, der auf der Leinwand stattfindet. Auf jeden Fall, wir sind sehr gespannt und ja, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr sagt, Mensch, da sind viel zu wenige Themen, die auf der Möglichkeit stattfindet, macht euch schon mal Gedanken. Ich sammle immer Referenten und Themen und ja, würde sagen, wir fangen gleich an mit Hauke.